Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir wieder eine Verheißung und es geht wieder um den Geist Gottes. Immer wieder lesen wir Verse und es gibt so viel da drin, aber auch von unterschiedlichen Perspektiven. Zum Beispiel heute Galater Kapitel 5, Vers 25, da steht 5, Vers 22 und da steht: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Viele wollen nicht, dass man vom Geist Gottes irgendwie gelenkt wird, aber nur Gutes. Und dann steht was? Liebe, Freude, Unfrieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue. Und ich möchte einfach den nächsten Vers nochmal dazu lesen. Da steht: Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch auch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also hier ist das biblische Gesetz gemeint, im Alten Testament. Sondern du bist im Geist Gottes und das bringt nur Gutes hervor. Ich hoffe, dass diese Verheißung dich dazu bewegt, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Jetzt wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.